Im 5. Jahrhundert vor Christus, da lud der Tyrann Hieron der Erste von Syrakus den Dichter Simonides nach Sizilien ein. Und Hieron legte ihm die Frage vor: Wie ist Gott? Wie ist Gott? Nun, Simonides, der bekannte Dichter, er bat sich einen Tag Bedenkzeit, um auf diese Frage dem König eine Antwort zu geben. Und als der Herrscher am nächsten Tag seine Frage wiederholte, da erbat sich Simonides 2 Tage Bedenkzeit. Und beim nächsten Treffen verdoppelte der Dichter die Zeitspanne immer weiter. 4 Tage und 8 Tage und immer wurde es die doppelte Anzahl an Tagen. Und irgendwann wunderte sich doch der Herrscher und er fragte nach dem Grund für dieses eigenartige Verhalten. Und Simonides antwortete: Je länger ich über diese Frage nachdenke, desto dunkler erscheint sie mir. Das ist ein großes Problem der Menschheit. Wie können wir Gott kennen oder überhaupt etwas über Gott aussagen? Wie können wir zu der Erkenntnis kommen, wie Gott ist? Ist es einfach dem Belieben der Menschen, der Fantasie der Völker überlassen? Ist es einfach eine willkürliche Auslegung dessen, was wir sehen oder empfinden? Kann man überhaupt etwas Wahres über Gott aussagen oder ist eigentlich jeglicher Versuch zum Scheitern verurteilt? Das entscheidende Mittel, das wir brauchen, um nicht in Spekulation oder Fantasie zu verfallen, ist die Offenbarung Gottes selbst. Gott offenbart sich, er zeigt etwas auf über sich. Es kommt von ihm und nicht von den Menschen. Der Mensch macht sich nicht auf, um Gott zu erkennen, sondern Gott zeigt sich und offenbart sich dem Menschen. Der Mensch kann nicht aus sich heraus etwas Umfassendes über Gott sagen, aber Gott stellt sich vor. Er trifft Aussagen über sich selbst und tritt uns so entgegen. Er interpretiert sein eigenes Handeln und zeigt sein Wesen auf, sodass wir Menschen ihn kennen können. Und in der Bibel, dem Wort Gottes, finden wir diese Offenbarung Gottes. Und darum haben die Geistlichen im 17. Jahrhundert, als sie die wesentlichen Lehren der Schrift in Frage und Antwort zusammenfassten im kleinen Katechismus, da haben sie auch die Lehre von Gott aufgegriffen. Und darum kommen wir heute zu der 5. Frage im kleinen Katechismus. Und hier heißt es: Wer ist Gott? Und die Antwort: Gott ist Geist. Er ist in seinem Wesen, seiner Weisheit, Macht, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Treue unendlich, ewig und unwandelbar. Sie haben sich gewagt, eine Aussage zu treffen zu dieser Frage, auf die Simonides keine Antwort wusste. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und ja, die Schrift sagt etwas darüber aus. Der Apostel Johannes, er schreibt in seinem ersten Brief: Gott ist Licht. Das hatten wir in Bezug auf die Wahrhaftigkeit und die Zuverlässigkeit der Bibel bereits behandelt in dieser Serie. Und außerdem sagt er: Gott ist Liebe. Um von dem Wesen Gottes zu sprechen, das im Evangelium Jesu Christi so klar hervortritt. Doch für so eine kurze Definition ist die Aussage Jesu am Jakobsbrunnen am geeignetsten. Gott ist Geist. So stellt Jesus Gott der samaritanischen Frau vor. Gott ist Geist. Wir finden diesen Abschnitt in Johannes 4 und hier lesen wir ein paar Verse. Johannes 4, ab Vers 15. Oder ich lese mal ab Vers 13.
Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Gott ist Geist. Was bedeutet das? Zunächst macht Jesus damit deutlich, dass Gott ein lebendiges und vernünftiges, persönliches Wesen ist. Gott ist keine Kraft. Er ist aber auch nicht materiell oder körperlich. Gott ist Geist. Nach der Auferstehung, da lädt Jesus seine Jünger ein, ihn zu berühren, weil sie denken, sie sähen einen Geist. Und er sagt in Lukas 24: Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Wir lernen also, wenn Gott Geist ist, dann heißt es, er hat keinen Körper wie Menschen, wie es im Kinderkatechismus heißt. Er ist nicht materiell. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht anfassen. Er besteht nicht aus Fleisch und Blut und Knochen. Und wenn er auch manchmal solche Bilder gebraucht, wie das Auge oder seine Hand, dann ist das nur zu unserem Verständnis gemeint, aber nicht eine Aussage über seine Beschaffenheit. Aber es geht hier noch um mehr als bloß die Frage, kann man Gott sehen oder kann man ihn anfassen? Hat er einen Körper? Es geht um das wesentliche Verständnis von Gott. Jesus sagt, Gott ist Geist, weil Gott nicht nur an einen Ort gebunden ist, dem Berg Gerasim oder dem Tempel in Jerusalem. Und er sagt der Frau am Brunnen, dass Gott Geist ist, weil es hinweisen soll auf das, was Gott entspricht. Es geht nicht allein um äußere Rituale, um Anbetung als eine Folge von körperlichen Handlungen, sondern um die innere, geistliche, wahrhaftige Anbetung. Weil Gott Geist ist, ist die Anbetung, die wir ihm bringen müssen, geistlicher Natur. Wir haben das gerade so passend in der Schriftlesung in Jeremia gehört. Wie Gott kein Gefallen hat, einfach nur an diesen äußerlichen Werken, weil sie Gott nicht kannten. Weil da keine geistliche Verbindung war. Aber weil Gott Geist ist, können wir ihn auch nur wirklich erkennen und nahe kommen durch den Geist, durch geistliche Erkenntnis und geistliche Anbetung. Und darum gibt Jesus diesen harten Hinweis: Ihr betet an, was ihr nicht kennt, sagt er zu dieser samaritanischen Frau. Ihr kennt Gott nicht. Gott ist Geist. Er gehört nicht zur materiellen, zur geschaffenen Welt, sondern er ist transzendent, das heißt übernatürlich oder übersinnlich. Er kann nicht mit den körperlichen Sinnen erfasst oder erkannt werden. Darum ist dieser Götzendienst so eine Scheusal in den Augen Gottes, weil man will ihn verdinglichen, man will ihn zur Materie machen. Zur Erkenntnis Gottes gehört aber nicht allein ein Verständnis darüber, was Gott ist, sondern auch, was Gott ausmacht.
Und auch hier hat Gott sich geoffenbart. Nicht allein, dass er Geist ist, dass er nicht anfassbar ist, dass er nicht sichtbar ist, dass er an allen Orten gleichzeitig ist, sondern er ist in seinem Wesen, seiner Weisheit, Macht, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Treue unendlich, ewig und unwandelbar. Sein Wesen bedeutet sein Dasein, seine Existenz schlechthin. Gott ist. Er scheint nicht nur zu sein, er ist nicht nur eine Fantasie, er ist nicht nur irgendwie eine menschliche Projektion. Er ist nicht nur eine Vorstellung, sondern er ist ein Wesen, das ist, er hat ein Sein. Mose stellt Gott sich vor als Ich bin, der ich bin. Und tatsächlich können wir sagen, Gott ist das einzige Wesen, das völlig selbstexistent ist. Also, wenn jemand ist, wenn jemand dieses Attribut des Seins für sich beanspruchen kann, dann ist es Gott. Er ist das Sein, das Leben schlechthin. Echtes Sein gehört eigentlich nur Gott allein. Alle Geschöpfe leben und sind allein durch Gott. Und sie bestehen in Abhängigkeit von seinem Sein. Niemand lebt aus sich selbst, außer Gott. Gott ist von niemandem abhängig. Er ist das Leben schlechthin. Er ist das Sein, das Dasein schlechthin. Und alles, was ist, ist abhängig von seinem Sein, von seiner Existenz. So wie wir nur durch Wasser leben können, ist Gott allein das Wasser des Lebens, wie Jesus das hier in Johannes 4 beschreibt. Er kann dieses Wasser des Lebens geben. Das, was uns wirklich am Leben erhält. Und Gott ist weise. Weisheit ist eine gute Verbindung zwischen Wissen oder Kenntnis einer Sache und Moral. Das heißt, die richtige entsprechende Tat oder Haltung darzulegen. Es ist die rechte Verknüpfung zwischen theoretischem Wissen und praktischer Handlung. Die Weisheit Gottes offenbart sich in ganz vielen Dingen. Die ganze Schöpfung, wie alles in bester Ordnung zusammenspielt, in all der Vielfalt. Es zeigt die Weisheit Gottes, der alles bis ins Verborgene sieht und recht handelt. Und so zusammenbringt, wie es eine perfekte Ordnung hervorbringt. Sein ganzer Ratschluss ist Weisheit. Denn er beginnt nicht etwas und muss es dann aufhören, weil er gemerkt hat, es entspricht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Er hat vollkommenes Wissen und er handelt genau richtig. Die größte Weisheit sehen wir darin, wie Gott den Heilsplan von Anfang bis Ende ankündigt und ausführt. Und dass die Frau am Brunnen den versprochenen Messias begegnet, dass sie der sie in die Wahrheit Gottes hineinführt. Es zeigt die Weisheit Gottes. Sie weiß, er wird uns in alle Wahrheit hineinführen, der Messias, wenn er kommt. Und Jesus ist da und führt sie in die Wahrheit hinein, wo sie Wasser des Lebens finden kann, wo sie Gott kennenlernen kann. Er hat sie völlig erkannt. Gott hat diese Frau völlig erkannt, wusste genau, was sie braucht, was sie benötigt, und redet mit ihr die Worte des Lebens, die sie braucht, um zum Leben zu kommen. Gott ist weise und er ist mächtig. Er wird in der Schrift auch der Allmächtige genannt. Das bedeutet, dass er sowohl die Kraft hat zu tun, was er sich vorgenommen hat, als auch die Herrschaft oder das Recht, seine Macht einzusetzen in den Bereichen, die er dazu bestimmt hat. Paulus sagt, sogar die Schwachheit Gottes ist stärker als alle Menschen. Und Hiob bekennt am Ende seines Buches, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Plan für dich ist unausführbar. Hiob 42, 2. Gott ist mächtig. Er ist kein kraftloser, abhängiger, um Einfluss bettelnder Gott. Er besteht nicht in Konkurrenz zu anderen Göttern und sie versuchen, wer hat die höchste Kraft, wer gelangt auf den Thron, wer findet die Herrschaft. Nein, Gott ist mächtig. Und Jesus erfüllt das Werk Gottes.
Etwas später im Kapitel sagt Jesus seinen Jüngern: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Gott ist mächtig, sein Werk zu vollbringen. Er führt aus. Er hat alle Kraft, das, was er sich vorgenommen hat, auch auszuführen. Jesus, er ist gekommen, das Werk Gottes zu vollbringen. Und Gott ist heilig, heißt es hier in dieser Definition. In Jesaja 6, da rufen selbst die Seraphinen Gott zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott Zebaoth. Heiligkeit bedeutet, dass Gott vollkommen rein ist, dass er frei von jeglicher Sünde ist, dass er abgesondert ist von aller Unreinheit, von aller Verdorbenheit, dass das keinen Halt an ihm hat. Er verlangt Heiliges und er wirkt Heiliges und er freut sich am Heiligen. Er ist vollkommen heilig, vollständig und lückenlos rein und unverdorben. Er kann nicht sündigen. Anders als die Ideen und die Vorstellungen der Heidenreligionen, deren Götter in gewissenloser Unmoral lebten, ohne Furcht vor Strafe, weil sie ja Götter waren. Das war die Vorstellung der Menschen. Oh, dahin möchte ich kommen, dass ich frei sündigen kann und ich mich vor niemandem fürchten muss. Was für eine Gottesvorstellung. Aber der wahre Gott, er ist heilig. Er hat kein Gefallen an der Sünde, noch an den Sündern. Die Jünger wunderten sich, warum Jesus dann mit einer Frau spricht. Noch dazu wahrscheinlich eine berüchtigte Frau. Doch in der Gegenwart Jesu wurde diese Frau geheiligt, überführt von ihrer Sünde und geweckt zu neuem Leben. Gott ist ein heiliger Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott. Gott ist ein gerechter Richter, der sich nicht bestechen lässt, der nicht auf die Person blickt und dem einen Vorteile verschafft und dem anderen Nachteile. Das Gesetz Gottes ist ein Ausdruck der Gerechtigkeit, die zu Gottes eigenem Wesen gehört. In Psalm 119 haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gelesen: Ich habe erkannt, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind. Gott ist gerecht. Tatsächlich, selbst am letzten Gericht werden sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass Gott der Herr ist. Seine Gerechtigkeit wird offenbar. Was auch immer Gott tut, seine Gerechtigkeit legt er niemals beiseite oder vergisst, auf seine Gerechtigkeit zu achten. Sogar in der Rechtfertigung der Gottlosen wird die Gerechtigkeit Gottes verherrlicht und bewiesen. Warum? Weil der Tod Jesu Christi ein stellvertretendes Sühneopfer ist. Das Evangelium ist ein Zeugnis, dass Gott die Gerechtigkeit bewahrt und trotzdem Sünder rechtfertigen kann. In der Begegnung mit der Frau spricht Jesus nicht nur über das, was die Frau braucht, was er ihr geben will, sondern auch über ihre Sünde. Sie ist eine Ehebrecherin, sie ist eine Unzüchtige. Sie versucht das noch zu vertuschen: Ich habe keinen Mann. Und Jesus deckt es auf. Ja. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Er deckt Sünde auf. Gott ist gerecht. Keine Sünde bleibt bei ihm verborgen oder ungestraft. Alles kommt ans Licht. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben, sagte Abraham. Und ja, Gott ist gerecht. Doch Gott ist auch gütig. Güte kommt von gut. In der Eigenschaft der Güte ist die Barmherzigkeit und Gnade und Geduld und Freundlichkeit mit enthalten. Psalm 119, auch das so passend, haben wir gerade gelesen. Gott ist gut und tut Gutes. Alles, was er tut, ist gut, weil Gott gut ist. Und je nach Situation ist Gott mitleidig mit den Trauernden und gütig mit den Bedürftigen und barmherzig und gnädig mit denen Unverdienenden. Als Gott sich Mose auf dem Sinai offenbart, da ruft er aus:
Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott ist gut. Wenn Gott sich selbst vorstellt, ist das eines seiner Hauptmerkmale. Gott ist gut. Die ganze Begegnung mit Jesu, mit der Frau am Brunnen, zeigt die große Güte Gottes. Wir finden das in manchen Psalmen wie so einen wiederholten Refrain. Die Güte Gottes bleibet ewiglich. Die Güte Gottes. Und selbst in dem Abschnitt in Jeremia, den wir gelesen haben, sie flehen um der Güte Gottes willen, um seiner Gnade willen, dass er ihnen vergibt und ihnen hilft. Ja, Gott, er wendet sich den Elenden zu in Güte, so wie Jesus hier dieser Frau am Brunnen. Und dann ist noch die Rede von der Treue Gottes. Gott ist wahrhaftig und er führt in Wahrheit aus, was er versprochen hat. Er hält sein Wort, er erfüllt seine Versprechen. Gott ist treu. Das ist ein Aufruf, an seinem Wort festzuhalten und durch seine Versprechen, durch das, was er in seinem Wort ankündigt, wirklich Festigkeit und Gewissheit und Hoffnung zu finden. In 2. Thessalonicher 3 heißt es zum Beispiel, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Haltet euch an der Treue Gottes. Das hilft uns in der Not, in so manchen Versuchungen. Gott ist zuverlässig in allem, was er sagt und tut. Er irrt sich nicht, er verschätzt sich nicht, er plant nicht um, sondern er führt in Treue alles aus, was er zugesagt hat. Jesus sagt hier zu der Frau, das Heil kommt aus den Juden. Es ist nämlich die Erfüllung der Verheißung an Abraham. Und aus dem Wort Gottes unterwiesen, sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und wie sichtbar wird hier die Treue Gottes? Sie hat es gerade ausgesprochen, da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Die Treue Gottes ist die versprochene Gnade in der Tat umgesetzt. Und in dem Augenblick, wo sie nur an die Treue Gottes erinnert, sich selbst daran erinnert, wird es so offenbar. Jesus steht vor ihr und sagt, ich bin es, der mit dir redet. Gott erfüllt, was er verheißen hat. Ja, wenn wir von Gott reden, dann müssen wir sein Wesen, seine Weisheit, Macht, Heiligkeit und Gerechtigkeit, Güte und Treue bedenken. Es gehört alles mit dazu. Wir können nicht nur eine Eigenschaft herausnehmen und sagen, das allein ist Gott. Aber mehr noch. In einem gewissen Maße finden wir diese Eigenschaften natürlich auch in der geschaffenen Welt. Was Gott über alle anderen Geschöpfe der Menschen- und Engelswelt weit abhebt, ist, was in der Antwort nämlich am Ende ausgesagt wird. Wir finden mächtige Leute und wir finden weise Leute in dieser geschaffenen Welt. Aber das, was Gottes Wesen, was Gott einzigartig macht, ist in all seinen Eigenschaften, die wir hier genannt haben, in seinem ganzen Wesen ist Gott unendlich, ewig und unwandelbar. Unendlich bedeutet ohne Grenze, ohne Ende. Du kannst keine Linie ziehen und sagen, bis hierhin ist Gott und ab da nicht mehr. Bis hierhin reicht reicht der Arm Gottes und ab hier nicht mehr. Er erfüllt alles. Er umfasst alles. Selbst die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Er ist grenzenlos in seinem Sein. Er ist allgegenwärtig. Und auch alle seine Eigenschaften sind grenzenlos. Das ist das, was hier im Katechismus genannt wird. Seine Weisheit hat keine Begrenzung. Als dass er etwas nicht wüsste, als dass ihm irgendetwas verborgen wäre. Seine Macht
hat kein äußeres Maß. Es wird nur bestimmt durch seinen eigenen Willen. Gott tut alles, was seinem heiligen Willen entspricht. Niemand kann ihm wehren. Niemand kann ihm eine Grenze setzen. Seine Heiligkeit ist unbegrenzt. Seine Gerechtigkeit ohne Steigerungspotenzial. Seine Güte höher, als es je zu messen wäre. Seine Treue ohne Grenze. Alle seine Eigenschaften sind unendlich. Ja, es gibt mächtige und weise und treue Wesen. Es gibt sogar heilige Wesen, wie die Engel. Aber keines ist unendlich in all diesen Eigenschaften. Und Gott ist nicht nur in Bezug auf das Maß und den Raum grenzenlos, auch in Bezug auf die Zeit. Gott ist ewig. Das bedeutet, alle seine Eigenschaften und sein ganzes Wesen hat weder einen zeitlichen Anfang noch ein Ende. Gott hat nichts dazugelernt. Gott hat sich nicht entwickelt. Es gibt Dinge, die haben einen Anfang und auch ein Ende. Wie zum Beispiel diese Welt. Gott hat sie ins Dasein gerufen und er sagt, er wird sie in Brand auflösen, er wird sie vernichten und völlig umgestalten. Ein Anfang und ein Ende. Es gibt Wesen, die haben einen Anfang, aber kein Ende. Wie zum Beispiel die Engel. Sie wurden geschaffen, aber sie bleiben in Ewigkeit. Oder auch die Seelen der Menschen. Gott hat sie geschaffen in der Zeit, aber sie bleiben in Ewigkeit. Doch Gott allein ist ein ewiger Geist, ohne Anfang noch Ende. Er war in Ewigkeit und er wird sein in Ewigkeit. Und das mit all seinen Eigenschaften. Er wird ewig mächtig und weise und gerecht und gütig und treu sein. Nichts von seinen Eigenschaften wird er jemals aufgeben. Seine strafende Gerechtigkeit bleibt ewig über der Hölle. Seine gnädige Güte bleibt ewig über die Erlösten. Denn deine Güte währet ewiglich. Mit seiner Macht wird er ewig Himmel und Hölle erhalten. Er ist in allem ewig, was seine Gottheit betrifft. Und der Grund dafür ist, dass er unwandelbar ist. Warum ist Gott unwandelbar? Weil er vollkommen ist. Weil er vollkommen ist. Stell dir vor, du malst einen Kreis mit einem Zirkel, einen vollkommenen, einen perfekten Kreis. Und egal, was du an diesem Kreis änderst, ob du irgendwo eine Linie ein bisschen anders machst, es macht den Kreis unvollkommen. Aber Gott ist vollkommen und er bleibt vollkommen. Er ist unwandelbar. Ihm fehlt es an keiner herrlichen Eigenschaft. Er kann sich nicht verbessern. Er kann sich nicht entwickeln. Er kann aber auch nichts verlieren oder dass etwas von ihm vergeht. Er ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ist Geist. Er altert nicht wie wir Menschen. Er wird nicht schwächer, noch nutzt etwas ab, wie bei unserem Körper. Gott ändert sich nicht. Er ist unwandelbar. Und gerade darum können wir ihn kennen und aufrichtig anbeten in Wahrheit und im Geist. Denn wie er sich geoffenbart hat, so ist und so bleibt er. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frage, wer ist Gott, ist keine philosophische Frage. Es ist eine existenzielle Frage. Es geht nicht um irgendwelche Spekulationen. Es geht noch nicht mal um irgendwelche klugen Antworten. Es geht noch nicht mal allein darum, haben wir richtig herausgefiltert, was in der Bibel über Gott gesagt ist. Es geht um die Frage, kennst du Gott?
Denn Jesus sagt, Gott zu kennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, das ist das ewige Leben. Das bedeutet Leben. Und Gott anzubeten als der, der er ist, so wie er sich geoffenbart hat. Und das nicht nur in äußeren Formen, sondern in der Erkenntnis seiner selbst, in Aufrichtigkeit, in Wahrhaftigkeit, durch den Geist, den er uns geschenkt hat, mit dem wir ihm nahen können. Das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Aufgabe, unser Lebenssinn, auf das wir Gott verherrlichen können und uns ewig an ihm erfreuen können. Dafür müssen wir Gott kennen. Wir müssen wissen, wer er ist und wie er ist, um uns tatsächlich an ihm erfreuen zu können. Und um ihn so anzubeten, dass er verherrlicht wird und es kein Götzendienst wird. Darum ist diese Frage existenziell von besonderer Bedeutung für uns. Dem unendlichen, ewigen und unwandelbaren Gott, der sich uns, obwohl er Geist ist, offenbart hat in all seinen herrlichen Eigenschaften. Ihn wollen wir anbeten. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter und er kennt die Seinen. Amen.